Neben mir ist Romy Mlinski, die ein Projekt auf der Republika vorstellt, das sich Location Curation nennt. Und zwar sind es um die Welt wandernde Twitter-Accounts, die man immer wieder abonnieren kann bzw. auch mitmachen kann. Wie funktioniert das genau, Romy? Also jede Woche wird der Account an einen anderen Twitterer übergeben und es gibt halt Administratoren wie mich oder auch ganz viele andere weltweit, die sich halt diesem Projekt verschrieben haben und die tauschen halt meistens am Sonntag oder Montagmorgen den Account und geben den an einen anderen Twitterer weiter. Mhm. Begonnen hat er damit, glaube ich, Schweden mit @Sweden. Genau. Und dann gibt es Beispiele in München, in Hamburg, in Bremen, oder? Genau, es gibt noch Wuppertal. Also, weltweit sind es um die 100, in Deutschland glaube ich so 10, 12 mittlerweile. Mhm. Jetzt war so für mich, ich habe das Projekt von Anfang an mal ein bisschen beobachtet, Schweden und München, und ich habe am Anfang gedacht, naja, man folgt doch eigentlich Leuten, weil da eine gewisse Passion dahinter ist und man da vielleicht auch in einem Account folgt, weil man sich gewisse Sachen davon erwartet. Und hier ist es ja so ein bisschen eine totale Überraschungsbox. Man weiß gar nicht, was kommt, weil es jede Woche wieder anders ist. Wie war so das Gefühl bei dir nach den ersten Wochen, Monaten? Also ich fand das total faszinierend, weil man halt immer wieder zwar zu einem gleichen Thema unterschiedliche Blickwinkel bekommen hat. Also Schweden war ja wirklich so der Anfang und Schweden war für mich irgendwie immer ein bisschen weit weg. Ich war da noch nie und dann gab es da auf einmal junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die zwar aus Schweden stammen, aber zum Beispiel in New York wohnen, die aber trotzdem noch eine totale Landverbundenheit haben. Und es war interessant halt so zu sehen, wie das so ein ganzes Gesamtbild ergab aus unterschiedlichen Menschen. Und dann habe ich das irgendwann selber gemacht für IAM Germany und war so angefixt, dass ich dann halt selber einen Account gestartet habe halt für Hamburg. Ist das so eine Geschichte, dass man gesagt hat, man bringt vielleicht auch mal Leute zum Twittern, die gar nicht twittern würden? Nee, eher nicht, weil denen muss man die ersten 2-3 Tagen erklären, wie Twitter überhaupt funktioniert und das hemmt so ein bisschen. Also am besten, man hat schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht ein paar Follower auch schon gewonnen. Also es kommt nicht auf die Followerzahl an, aber so, dass man halt schon 2-3 Monate vielleicht getwittert hat und weiß, wie so das System funktioniert sozusagen. Was habt ihr da, gab es dann auch so Promis, die mitgetwittert haben oder gab es irgendwelche besonderen Münchner oder besonderen Hamburger, die mitgemacht haben oder was habt ihr für Leute erreicht? Also München hat ja zum Beispiel den amerikanischen Botschafter gehabt eine Woche lang. Da war halt auch viel wirklich Internetprominenz auf dem Account. In Hamburg ist es mehr so die Hidden Heroes, nenne ich sie mal. Aber ich hatte zum Beispiel mittlerweile 4 oder 5 Expats, also Leute, die aus dem Ausland in Hamburg wohnen. Also ich hatte einen Engländer, der wegen seiner Familie und seiner Kinder nach Hamburg gezogen ist und der einen wunderbaren britischen Humor auf dem Account verbreitet hat. Ich hatte einen amerikanischen Musiker, der in St. Pauli wohnt. Ich hatte die kanadische Schriftstellerin und Journalistin, deren Mann bei den Hamburg Freezers Eishockey spielt. Also so Leute, die einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt geben, weil sie nicht aufgewachsen sind in dieser Stadt und diese Stadt halt durch einen Zufall, durch Job, Familie kennengelernt haben. Jetzt habt ihr dieses Projekt I Am Germany. Es gibt den Hamburger Account. Gibt es in Berlin auch einen? Es gibt 2 reservierte Accounts. Ich glaube, Berlin Loves You und I Am Berlin. Aber es passiert einfach da noch nichts. Deswegen Schade. Machen wir das jetzt auch nochmal, um die Berliner noch ein bisschen anzustupsen sozusagen. Ja, aber es gab kleine Städte, die sich jetzt getraut haben. Also Wuppertal, Aachen ist seit 2 Wochen am Start. Und Frankfurt existiert. Also da ist aber auch immer so mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Leute halt sich melden. Es ist halt wirklich schwierig, Leute dafür zu motivieren, eine Woche lang nicht den eigenen Account zu bespielen. Ja, dann machen wir das gleich mal. Dann motivieren wir euch mal ganz kurz hier auch bei YouTube und in den Kommentaren. Also wenn ihr sagt, I am Felix Biburg oder I am Berlin, dann meldet euch bei Romy. Dann könnt ihr vielleicht auch so einen Location Curation Account aufmachen oder macht das einfach selbst. Lasst euch von der Idee inspirieren. Danke dir. Bitte. Super. Was ist?